Haben Sie Interesse an technologischen Zukunftsfragen? Dann helfen Sie doch mit, damit wir die Energiewende gemeinsam bewerkstelligen können, in der Zukunft Mobilität nachhaltig gestalten, für unsere gemeinsame Umwelt sorgen und den Gesundheitssektor weiter vorantreiben. Wenn Sie das Beste aus mehreren Disziplinen der FH suchen, Sie die Verbindung zwischen Physik und Chemie besonders interessiert, dann sind Sie bei unserem interdisziplinär aufgestellten Studiengang genau richtig. Unser Studiengang zeichnet sich durch die vielen Verbindungen mit unseren Partnern, sowohl national als auch international, aus. Darüber hinaus kommen Studierende aus allen Regionen der Welt zu uns. Neuartigere Materialien und Werkstoffe faszinieren Sie und Sie möchten diese sogar selbst konzipieren? Dann studieren Sie bei uns den Master Material Science and Engineering, genauso wie Annika Vespur. Ich bin Annika Vespur, ich bin 24 Jahre alt und bin Doktorandin am SUB Center, auch an der FH Münster unter der Leitung der Professoren Thomas Barken und Thorsten Diebe und ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin auch an der FH Münster unter der Leitung der Juniorprofessorin Dr. Kessin Kurzhals. Warum ich mich im Master für Material Science and Engineering entschieden habe? Ganz einfach, ich wollte gerne international studieren und dafür nicht extra ins Ausland gehen. Und dieser Master macht es eben möglich. Was mich noch überzeugt hat, diesen Master zu studieren, waren unterschiedliche Disziplinen. Egal, ob ich aus der Physik komme, der Chemie oder auch eben das Betriebswirtschaftliche bevorzuge. Dieser Master kombiniert eben alle Disziplinen. Und natürlich, wenn man den Master macht, möchte man vielleicht auch später mal in eine Führungsposition. Und dieser Master bereitet einen auch ideal vor. Die Studierenden verteilen sich dabei über den kompletten Globus, was für viele spannende Begegnungen sorgt. Bei den elementaren Wahlpflichtmodulen kann aus drei Blöcken gewählt werden: Werkstoffverständnis, Materialanalyse und Materialtechnologien. Jemand, der sich durch diese Möglichkeiten begeistern ließ, ist Marc Frerichs. Ich bin Marc, ich bin 26 Jahre alt, ich studiere im vierten Semester Material Science and Engineering und ich habe hier auch schon an der FH Münster meinen Bachelor in Chemieingenieurwesen gemacht. Nach dem Abschluss hatte ich dann die Möglichkeit, in der Chemie zu bleiben oder den Masterstudiengang Material Science zu wählen. Ich habe mich für Material Science entschieden, weil die Interdisziplinarität mit dem Fachbereich Physik mir sehr gut gefallen hat. Meine Kommilitonen kommen von überall aus der Welt her. Das gefällt mir ganz gut, weil der Studienalltag recht divers ist und man jeden Tag was Neues über andere Kulturen lernen kann. Auch außerhalb des Studienalltags ist der Umgang unter den Kommilitonen super. Wir machen viel untereinander. Da wir hier eine Fachhochschule sind, ist auch der Praxisbezug recht eng geknüpft. Zu jeder Vorlesung gibt es eigentlich einen Laborversuch oder ein Laborpraktikum, was man hier auch an der Uni durchführen kann. Die sind so verschieden und divers wie auch die Labore und Vorlesungen, die man hier besuchen kann. Und ich muss auch sagen, man kann sich da auch recht speziell ausrichten, ob man jetzt eher für die Materialherstellung oder die Materialcharakterisierung sich interessiert, das ist einem selber überlassen. Ich habe mich da mehr spezialisiert auf die Materialcharakterisierung anstatt der Entwicklung. Im Studienumfeld gefällt mir sonst noch, dass der Umgang mit den Studenten von Seiten der Professoren oder der Studiengangskoordinatorin sehr persönlich und sehr nah ist, was einem familiäres Umfeld im Studienalltag schon fast erschafft. Bei Problemen versucht man immer, einem direkt zu helfen. Innerhalb von 4 Semestern erreichen Sie den Master of Science und können das Studium zum Wintersemester beginnen. Hierbei müssen Sie den Bachelor mindestens mit der Note 2,5 abgeschlossen haben und beim Englischniveau B2-Level vorweisen. Also viele von unseren Studierenden, die haben vorher einen Bachelor gemacht in Chemie oder Physik oder auch in Materialwissenschaften und haben festgestellt, dass so ein spezielles Wissen alleine nicht mehr ausreicht, sondern man muss irgendwie miteinander vernetzt sein. Das heißt, die Physiker müssen mit den Chemikern reden, weil sie ja gemeinsam neue Materialien entwickeln müssen, die wir brauchen, um Probleme in der Umwelt und sonst wo zu lösen. Und deswegen ist das so ein interdisziplinärer Studiengang geworden, wo wir die Wissenschaften Chemie, Physik, Maschinenbau und Materialwissenschaften eng zusammenbringen. Wenn Sie dann hinterher mit dem, was Sie gelernt haben, arbeiten wollen, dann haben Sie unheimlich viele Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel reingehen in die Elektrotechnik, Elektronik, um zu gucken, welche Halbleitermaterialien können, sagen wir, giftige oder seltene Materialien ersetzen. Sie können Probleme in der Umwelttechnik lösen, wenn es darum geht, elektrischen Strom zu speichern, welche Batterieformen sind die besten. Das ist alles wirklich Materialwissenschaften und dann inzwischen auf dem atomaren Niveau, also Nanotechnologie. Bewerbungen haben wir unheimlich viele und darüber freuen wir uns auch. Das geht bis in Richtung 1000, weil es ein internationaler Studiengang ist.
Und das macht auch richtig Spaß, die ganzen Nationen und die unterschiedlichen Typen zusammenzubringen und sehen, wie die einen von den anderen lernen können. Und von daher freuen wir uns im Oktober jedes Mal auf einen neuen Jahrgang an Studierenden, die wir dann durchbringen. Und letztendlich ist es so, dass die Masterarbeit in der Industrie durchgeführt wird, sodass praktisch wir ein Sprungbrett bilden, um dann gleichzeitig in der auch einen Job zu bekommen. Sollten Sie noch Fragen haben, dann können Sie sich entweder auf unserer Website informieren oder sich an unsere Kontaktpersonen wenden. Haben wir Interesse geweckt, dann blicken wir mit großer Freude Ihrer Bewerbung entgegen. Bis bald!